Noch immer warten die Familien der Verschleppten auf ein Lebenszeichen. Zumindest das hat diese Mutter jetzt bekommen. Ihre Tochter Mia Shem lebt. Die Hamas veröffentlichte ein Video der 21-Jährigen. Sie scheint schwer am Arm verletzt zu sein. She looks very terrified. Sie sieht sehr verängstigt aus. Sie sieht aus, als hätte sie große Schmerzen. Ich flehe die Welt an, mein Baby wieder nach Hause zu bringen. Bring my baby back home. Wie viele der mindestens 199 Geiseln noch am Leben sind, ist unklar. Die Hamas spricht von Toten und gibt Israel in einem Propagandastatement die Schuld dafür. Wir bekräftigen, dass die brutalen zionistischen Aggressionen gegen Wohnhäuser und die Bombardierung von Gebäuden ohne Vorwarnung dazu geführt hat, dass bisher 22 von ihnen ihr Leben verloren haben. Die Luftschläge für das israelische Militär notwendiges Mittel, um Hamas-Stellungen zu treffen. Denn das Ziel ist die vollständige Zerstörung der Terrororganisation. Heute wurde ein weiterer hochrangiger Hamas-Kommandeur getötet. Die Hamas-Mitglieder haben zwei Möglichkeiten. Entweder sie sterben in ihren Stellungen oder sie ergeben sich bedingungslos. Es gibt keine dritte Möglichkeit. Wir werden die Hamas-Organisation auslöschen. Unter den Raketen leidet vor allem die palästinensische Bevölkerung. Die sollte auf Anweisung Israels den nördlichen Teil Gazas verlassen, um zivile Opfer zu vermeiden. Jetzt wird aber auch der Süden getroffen. Entsetzliche Berichte, wonach Zivilisten, die versuchten, in den südlichen Gazastreifen umzusiedeln, getroffen und getötet wurden, müssen unabhängig untersucht werden, ebenso wie alle Vorwürfe schwerer Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht. Der Grenzübergang Rafah zu Ägypten bleibt geschlossen. Es fehlt weiterhin an Wasser und Lebensmitteln. Die Hilfskonvois der UNO können die Zivilisten im Gazastreifen noch immer nicht erreichen.